So, Leute, ich bin heute mal beim lieben Niklas zu Hause, mit dem ich sonst eigentlich immer nur übers Internet zocke. Mittlerweile hat er Internet und es funktioniert auch gut. Sonst hat er ja nicht so geiles Internet. Er ist gerade im Hintergrund und bereitet ein paar Eis vor, weil wir das wahrscheinlich brauchen werden später. Weil wir wollen ein paar Spiele spielen und uns gegenseitig ein bisschen testen. Ja, als erstes wollen wir Assetto Corsa, so heißt das, ne? Spielen, das ist ein Rennspiel, sagt wahrscheinlich schon der Name so ein bisschen, Corsa und so. Und Niklas hat voll das coole Lenkrad mit Pedalen und so. Und ja, da wollen wir uns halt so eine Challenge stellen. Der Verlierer muss ein Esslöffel scharfen Löwensenf essen. Es wird die Hölle. Niklas ist schon eingespielt, ich überhaupt nicht. Vermutlich verliere ich, aber das seht ihr später. Und im Nachhinein gibt es dann Eis für den Verlierer. Aber na gut, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Gucken. Vergesst die Bewertung nicht, einen Daumen nach oben und ein Abo würde mich sehr freuen. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt und oder falls wir das öfter machen sollen, weil Niklas ist bald auch eine Woche gefühlt bei mir während der Gamescom, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Würde mir auch weiterhelfen und ich würde mich einfach darüber freuen. Aber jetzt guckt euch erstmal das Video an. Bis später. So Leute, wir spielen jetzt Assetto Corsa. Auf dem Nürburgring fahren wir mit dem BMW M3 E30 in der Drift-Variante. Wir beide sind das Ding schon ein paar Mal jetzt gefahren. Also ich einmal, habe Niklas seine Bestzeit geschlagen, Niklas schon vorher ein bisschen. Und ja, der ist in den Kurven halt einfach nur eine richtige Bitch. Der bricht so schnell aus und da dachten wir uns, damit es halt schwerer wird, machen wir das ABS aus und fahren den dann jetzt halt. Wie viel PS hat der? 349. 349 PS auf dem Nürburgring, das kann schon ganz gut werden. Niklas fängt an, wir machen das so, dass jetzt die drei Runden dann am Stück durchgefahren werden und alle Zeiten halt aufgeschrieben werden und alles klar, würde ich sagen, fackel ich nicht lange, Niklas, gib dir den Stuhl und let's go!
So, Niklas, seine Bestzeit ist jetzt bei 3 Minuten 1 gewesen. Ich beende mal die OBS-Aufnahme, damit ich die 2 habe. Ja, das gilt es jetzt für mich zu schlagen. Ich hoffe, ich krieg's hin, weil Niklas hat schon richtig krasse Probleme gerade damit. Und wie gesagt, er spielt das Spiel halt öfter als ich. Wobei ich auch seine Bestzeiten vorher geschlagen habe, ein paar Mal. Ja, nach 2 Stunden üben. Ja, du hast 4 Wochen vorher schon gezockt die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit, ich hab dann wieder aufprobiert. Ja, jedenfalls muss ich Niklas jetzt schlagen. Schon zum Nachreden? Ja! Ja? Geil, nein! Woo! Geil! Ja, öffne erstmal die Konsole. Oh. Ja gut, warte, das kann ich hier mit noch machen. Ja, Leute! Was soll ich sagen? Eine Runde gefahren, Niklas seine Bestzeit um 3 Sekunden. Dem Niklas ihm seine Bestzeit um 3 Sekunden unterboten. Richtig, waren 3 Sekunden. Ja, waren an die 3 Sekunden. Also, gut, ich konnte halt vorher schon gucken, wie die Strecke ist und sowas. Deswegen würde ich sagen, Niklas, wenn du jetzt den Esslöffel Löwensenf isst, beteilige ich mich daran und würde einen Teelöffel. Also so solidarisch mitessen, weißt du? Oder wir fahren jetzt noch eine Runde, wo du vorlegen musst. Das können wir danach gerne nochmal machen, ja, auf einen anderen. Aber ich würde sagen, die erste Challenge hast du verloren. Ja, das stimmt wohl.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Bis dann. Ciao. Richtig geil. Ja, warte, bleib da am Licht oder mach von der Dunstabzug sauber das Licht noch an. Ich glaube, ich halte das erstmal den Dunstabzug sauber. Also einen richtig dicken Löffel, ne? Ja, ich gebe dir gleich einen richtig dicken Löffel ein. Reicht das? Ja, das ist in Ordnung. Oh Gott. Ah. Geil. Ist gar nicht so schlimm. Als ob? Ja. Einfach runter damit. Hast du jetzt noch einen Teelöffel? Ja, oder du gehst aufs Ganze. Nee, die sind noch nicht gefroren. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, Bestrafung erfolgreich abgeschlossen. Nächste Runde. So, Leute, nächste Runde. Diesmal lege ich vor, Niklas kann sich die Strecke angucken, damit es halt fair bleibt. Ich hoffe, ich muss diesen Löwensenf nicht essen. Ich mag Senf. Ich habe einmal Löwensenf, diesen mittelscharf, also den normalen, gegessen. Der war mir schon zu scharf. Ich sterbe da einfach, ohne Witz. Gleicher Wagen, andere Strecke. Die hat ein paar mehr Kurven und ist auch generell länger. Und ja, dann warte ich jetzt noch auf Niklas. Der holt sich gerade einen Eiswürfel, weil im Nachhinein meinte er, jo, das brennt voll. Ist halt eine kleine Pussy. Achso, und was ich noch sagen wollte, ich habe in der letzten Runde das Lenkrad fast vom Tisch gezogen. Hab trotzdem gewonnen. Stimmt, das liegt mir gleich. Ich mach das mal eben. Ist gefixt. Thank you.
Schon die zweite Runde. Scheiße! Okay, 5,21. Oder 5,21 muss Niklas schlagen. Ich will den Senf nicht essen. Bis gleich.
das. Nein! Was wird meine Rundenzeit? Nein! Komm! Fuck! 4 Sekunden schneller! Nein! Wenn die Aufnahme. Fuck! Oh! Ich hab verloren. Scheiße! Fuck! Guckst du die Wiederholung an oder was? Nee, ich lass ihn ausrollen. Macht da gut, oder? Fährt besser als du in der ersten Runde. Ich will nicht, Leute. Es weckt der Senf. Nee, ich glaub nicht. Kommt Senf überhaupt in den Kühlschrank? Ich weiß es nicht. Wir können es auch in die Mikrowelle stellen. Die Fresse! Wie viel hast du denn? Einen ganzen Esslöffel voll. Halt die Berg. Schnauze! Oh, der stinkt! Oh, ich will nicht! Zeig mal her, was du da drauf hast. Ja, das ist gut. Scharf? Ja, das ist ja, okay. Das ist auf jeden Fall scharf. Die Toilette ist hinter mir, Timo. Aber sehr scharf? Ja, extrem. Halt die Schnauze! Richtig schlimm, ich könnte jetzt noch kotzen. Der brennt echt hart. Fuck. Ich hätte nicht direkt runterschlucken sollen, glaube ich. Der brennt mir voll den Rachen weg. Alter.